Hallöchen zusammen und herzlich willkommen zur 14. Folge von Star Wars The Old Republic. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Oh, oh yeah. Oh yeah. Es ist mal wieder viel zu lange her. Ja, für uns auf jeden Fall schon, ja. Ja, für euch geht's gnadenlos weiter. Gestern kam, vorgestern mittlerweile, meine Güte, schon Sonntag wieder. Vorgestern kam Folge 13 und ja, wir müssen aufnehmen. Ja, wir müssen aufnehmen, wir sind mal wieder ziemlich knapp dran. Nein, also, ja. Alles geplant. Wir wissen natürlich auch, wo wir sind, was wir gerade machen. Auf jeden Fall habe ich hier, müssen wir irgendwo hier durch. Okay, ja, dann folge ich dir einfach mal. Unauffällig, ne? Ja, ganz unauffällig natürlich. So. So. Und dadurch? Ja, Was tust du? Maus? Nicht, ja, Maus. Mauskarte, alles drum und dran. Die Karte ist schuld. Die Karte, okay. Definitiv ja, dann, die Karte. Dann Gruppe. Ach so, ja, da war was. Warte, ich lade dich ein, ich bin ja der automatische Ablehner. Genau, so. Automatisch angenommen, ne? Ich denke immer so, hier müsste etwas stehen. Nope. Damit konnte niemand rechnen, Meisterin Satil. Nicht einmal der Hohe Rat der Jedi. Wir haben es seit Wochen gespürt, General. Hättet ihr uns von eurem Geheimprojekt erzählt, wären wir vielleicht in der Lage gewesen, dieses Desaster zu verhindern. Da ist er, der Held von Coruscant. Willkommen zurück, mein Junge. Coruscant ist sicher, aber ich musste den Planetenfänger zerstören und Tarnis töten. Ja, das haben wir gehört. Wir wissen auch, dass Tarnis Darth Angrals Sohn war. Die Kommkanäle der Republik werden seither mit Drohung und Racheschwüren von diesem Irren überschwemmt. Anscheinend hat das Imperium unser Abkommen gebrochen. Das Imperium hat sich öffentlich von Darth Angrals Taten distanziert. Angeblich ist er abtrünnig. Es ist eine Lüge, aber der Senat weigert sich, eine militärische Antwort zu bewilligen. Aus gutem Grund. Weder die Republik noch die Jedi sind auf einen weiteren Krieg vorbereitet. Wir würden verlieren. Milliarden würden sterben. Und wenn der Feind unsere eigenen Waffen gegen uns richtet, werden Milliarden sterben. Tarnis hat Informationen über unsere streng geheimen Projekte an seinen Vater übermittelt. Wir haben die Übertragung zum Planeten Ort Mantell zurückverfolgt. Darth Angral muss dort eine Basis haben. Ihr müsst sie für mich finden. Wenn wir ihn in seinem Lager aufstöbern, könnten wir diese Krise auf der Stelle beenden. Ich bezweifle, dass sich Angral auf dieser Welt aufhält. Aber sein Spionagenetzwerk findet ihr dort sicher. Meister Orgus spürt Größe in euch. Ebenso wie ich. Die Mission gehört euch. Ich komme mit. Meisterin Kiwix hat mich hier zurückgelassen, damit ich euch zur Seite stehe. Einverstanden. Nehmt Kira mit. Lehrt und beschützt sie, als wäre sie euer eigener Padawan. Das ist eine große Verantwortung. Ich werde sie nicht auf die leichte Schulter nehmen. Wir werden uns besser kennenlernen. Das wird nett. Ich muss den Hohen Rat über diese Entwicklungen informieren. Eine sichere Reise, junger Jedi. Möge die Macht mit euch sein. Alles, was ich jemals wollte, war, die Republik zu beschützen. Ich war hier stationiert, als das Imperium Coruscant angriff. Ich habe gesehen, wie der Jedi-Tempel zerstört wurde. All die Padawane und Meister, die ihr Leben ließen. Für sie begann ich mit der Waffenforschung. Es gibt keinen Tod. Nur die Macht. Waffen werden das Verlorene nicht zurückbringen. Vielleicht nicht. Aber ich kann wenigstens das Imperium davon abhalten, weitere Grausamkeiten zu begehen. Am Raumhafen wartet bereits eines unserer besten Raumschiffe auf euch. Euer Astromech-Droide trifft schon die Startvorbereitungen. Auf Ort Mantell herrscht Bürgerkrieg. Niemand darf dort landen. Dockt an der Orbitalstation an und kontaktiert mich. Viel Glück. Ja. 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 Wir haben gerade eben noch vor der Folge diskutiert. Wir haben ja noch gar kein Schiff. Wir sind ja sogar noch im Prolog. Jetzt so, ja, da ist das Schiff. Okay. Da ist das Schiff. Mittlerweile kommt das langsam. Ich war wirklich so erstaunt, so Prolog? Weil wir waren so lange nicht mehr im Prolog drin, ne? Und dann jetzt ist man wieder zurück in den Prolog. Ja. Ist man sich einfach das nicht mehr so gewohnt. Ja. Denn eigentlich, wir sind noch gar nicht so weit mit den Folgen. Nö. Wir sind jetzt in Folge 14 gerade mal. Genau. Es dauert halt nur ewig, weil halt nur eine Folge pro Woche kommt. Das ist so.
So, vorhin ich muss übrigens da vorne rechts. Zweiten Tag eine und jetzt jede Woche, das ist natürlich ein Unterschied. Ja, aber das kriegen wir hin, das ist ja das kleinste Problem. Wir machen es halt gemütlich. Genau. Wir aber rushen nicht durch, wir machen es gemütlich. Dafür machen wir es richtig, ne? Genau, richtig. Find ich auch. Und was ja eigentlich auch mal ganz interessant ist... Ich muss übrigens hier hin. Ach, wo? Hier hin. Ach, wo ist die Phase? Wo ist die Phase? Ich sehe die Phase nicht. Ach, hier ist meine Phase. Dann abreiten, ne? Ich phasiere dann jetzt. Achso, oh, keine automatische Cutscene, ich bin enttäuscht. Ja, dann quatschen wir mal mit Antros Finn. Ich erinnere mich langsam, was wir zu tun hatten. Oh, ihr seid da! Schnell! Johans Puls ist kaum noch zu spüren. Es gibt keinen besseren Zeitpunkt, um zu testen, was ihr im Tempel erfahren habt. Seid still! Ich muss mich konzentrieren! Oh, Verzeihung. Fahrt fort. Okay. Ja, okay. Dann geht die Cutscene weiter. Padawan! Ich meine... Jedi, mein guter Jedi, was ist geschehen? Was hast du getan? Du hast mich gerettet, aber wie? Warum siehst du so schwach aus? Was hast du getan? Ihr habt während eurer Krankheit halluziniert. Jedes Detail könnte uns helfen. Das Letzte, woran ich mich erinnere, ist deine Zeremonie auf Tython. Oh, meine Schülerin, es tut mir so leid, dass ich keine bessere Meisterin war. Ich wünschte, ihr hättet mir früher etwas über euren Zustand gesagt. Ja, ich verstehe jetzt, wie falsch es war, es zu verstecken. Jetzt bin ich wieder mehr ich selbst. Ich spürte jemanden in meinem Geist. Er besudelte meine Gedanken, verdrehte sie. Könnt ihr euch noch an irgendetwas von ihm erinnern? Ich wünschte, ich könnte dir mehr sagen, aber meine Erinnerung daran ist... verschwommen. Bitte entschuldigt. Der Rat will euch sprechen, sobald ihr bereit seid. Ich will erst noch mit Yuan sprechen. Ich komme schon zurecht. Geh zum Rat. Wir können später sprechen. Okay. Warum nicht? Okay. Ich muss schon wieder irgendwo anders hin. Mann, ich will mein Schiff haben. Gib mir mein Schiff. Wo muss ich... Alter! Müssen wir jetzt echt zum Arsch der Welt. Toll. Ja! Aber da habe ich jetzt zum Glück das hier. Bringt dir nix. Ich muss ja trotzdem auf dich warten. Eben. Ach ja, was ist... Es gibt doch nichts Schöneres, als durch diese schöne Kulisse hier zu laufen. Sag nichts, ne? Das ist wirklich schön gemacht. Ja, ja. Es war ernst gemeint. Ja, auf jeden Fall. Also, Details, die sind wirklich ja, der Hammer. Eben. Man achtet halt auf Details. Und das merkt man. Das ist halt ein BioWare. Ein BioWare-Spiel. Das ist so. Die Liebe zum Detail. So, und jetzt wahrscheinlich nochmal komplett durch den Gang, richtig? Na klar. Ja, natürlich! So schön wie es auch ist, es ist ziemlich lang. Vor allem, dass man hier einfach kein Transportmittel benutzen kann. Ja, das ist ja das Beste. Warum darf man hier kein Transportmittel benutzen? Ja gut, ich meine, ich fahre bei mir zu Hause auch nicht mit dem Quad durch die Wohnung, aber... Ja, aber irgendwann ist es auch gut. Die Wege sind einfach zu lang. Aber Punkt. Ich darf hier so mit diesen Chat-Schuhen dann rumchatten, ne? Ja, das ist ja kein Thema. Das ist ja wieder was ganz anderes. Ja, das ist das gleiche, als würde ich mit irgendwie Rollerblades in der Wohnung Stunts machen. Ja, genau. So, auf zum Rad. Ah, da seid ihr ja. Danke, dass ihr uns so schnell kontaktiert habt. Es tut uns leid, dass wir euch von Yuans Seite rufen mussten. Wir hätten es nicht getan, wenn es nicht dringend wäre. Sagt uns zuerst, was ihr über Yuans Krankheit erfahren habt. Leider nicht annähernd genug. Was wir bisher wissen...
interessant. Und besorgniserregend. Wir haben beunruhigende Kommunikationen von anderen Meistern empfangen. Leider scheint Yuans Krankheit kein Einzelfall zu sein. Die Krankheit kann sich doch nicht so schnell ausgebreitet haben. Die Krankheit wird kein Ende finden, bis wir den Sith erwischen, der dahinter steckt. Leider haben wir keinerlei Spuren. Wir können nur hoffen, dass wir diesen Sith finden, indem wir seine Opfer finden und schützen. Ich spüre, ihr habt eine neue Aufgabe für mich. Die geringe Zahl der Opfer scheint darauf hinzudeuten, dass der Sith mit ihnen in Kontakt treten muss. Wir zögern euch, um dieses weitere Opfer zu bitten. Ihr habt schon so viel getan. Aber nach der Zerstörung des Terminals im Tempel könnt nur ihr die Krankenmeister schützen und diesen Sith aufhalten, wer immer er auch ist. Dieser Schutz kostet mich sehr viel Kraft. Ja, das ist uns bewusst. Wir versichern euch, der gesamte Jedi-Orden weiß, euer Opfer zu schätzen. Aber wenn der Sith, der diese Meister beherrscht, sie nicht nur bekehrt, sondern ihnen auch Kraft entzieht, dann müssen die Meister unbedingt so schnell es nur geht von ihm befreit werden. Ihr müsst euch in der Galaxis frei bewegen können. Dazu haben wir ein Schiff vorbereitet. Es wartet im Raumhafen. Das ist die beste Nachricht, die ich seit langem gehört habe. Ihr habt es euch mehr als verdient. Wir hörten zuletzt von den fehlenden Meistern auf Taris und Nar Shaddaa. Findet sie und befreit sie vom Bann des solchen Meisters. Verabschiedet euch von Yuan, aber die Zeit eilt. Viel Glück. Sag jetzt aber nicht, dass wir nochmal zurück müssen, um uns zu verabschieden. Das können wir aber abkürzen, weil wir können ja runterspringen. Ach ja, stimmt. Dann müssen wir nicht die Treppen gehen. Also offiziell schon, aber inoffiziell nicht. Nochmal so, also um für mich was klar zu machen. Wir haben jetzt gerade den Rat getroffen auf Coruscant, wobei der Rat ja normalerweise auf Typhon ist. Sehe ich das richtig? Ja, aber die haben sich extra auf dem Weg hierher gemacht, um dich zu treffen. Ja, ganz klar. Oh, ich bin fast gestorben. Ja, ich nicht, also reichte gerade so. Ja, ich hatte noch 22%, also... Ja, 22% sind 22%, ne? Das, ja, das reicht. Aber das ist für unsere Verhältnisse schon fast gestorben. Ja. Ist so. Ich meine, wir kommen normalerweise nicht unter 90 oder so. Und ja, wir müssen übrigens nochmal zu Yuan. Natürlich. Ach, wie schön. So. Ja, gehen wir mal rein. So. So, tschüss, ich bin weg. Jedi, ich danke dir für alles, was du getan hast. Was hat der Text, der unten steht, jetzt gerade mit dem, was sie gesagt hat, gemein? Ziemlich viel. Ja. Super, ehrlich. Ja. Ah, dieses Spiel, das bringt mich nur um. Ihr wart nicht der einzige Krankheitsfall. Und es sieht aus, als ob nur ich allein helfen kann. Das ist ein großes Kompliment. Man vertraut dir, dass du tun wirst, was getan werden muss. Danke nochmal, Jedi. Und möge die Macht mit dir sein. Ja. Übersetzungen. Tolle Übersetzungen sind toll. Ja, das ist einfach klasse, ehrlich. Aber es wirkt wirklich so, als hätten sie das Spiel irgendwie übersetzt und dann hätten sie das Spiel noch im Ton übersetzt. Und so, ja, Untertitel und Übersetzung, ja, warum sollte das zusammenpassen? Ja. Wir übersetzen mal das, was sie wollen. Das kann BioWare sogar so ganz gut. Das war bei Mass Effect auch schon immer ganz lustig. Und ich glaube, ja, boah, jetzt muss ich lügen. Weil das Spiel kam jetzt 2011? Kann das sein? Puh, keine Ahnung. Ich meine, es wäre 2.11 gewesen. Mass Effect war ja dann 2.7 oder 2.8. Also da war es schon so kacke. Apropos so kacke, wo müssen wir eigentlich hin? Apropos so kacke, können wir hier nicht den Scheißfrei transporten? Ja, das überlege ich nämlich auch gerade. Das müsste doch bestimmt zum... Na toll, Senatsplatz. Das wäre ungefähr 30 Meter. Okay, gut. Aber du schwitzt schon wieder, ne? Ja, ich schwitze aber gerade, merke ich auch. Moment, nee, ich brauche ein größeres Fahrzeug. So. So, Angriff! Ja, natürlich. Was greifen wir eigentlich an? Das weiß niemand so genau. Ah, okay. Aber Hauptsache mit einem Riesending hier durchrennen.
Das finde ich immer noch so schade, dass man nicht auf dem Gleiter irgendwie Angriffe machen kann, wie so mit dem so wie ja. Blaster, so piu, piu, piu. Ja, das wäre toll. Oder halt mit so, mit diesen, boah, wie heißen die jetzt? Scheiße. Sollte vielleicht nachdenken und dann sprechen. Mit diesen kleinen Gleitern, wo vorne diese Waffen drauf sind. Kleinen Gleiter, die da vorne die Waffen ja, drauf sind? Scheiße. Auf... Ach, vergiss es einfach. Ja, ich blende einfach ein Foto an dieser Stelle ein von den Dingern, die ich meinte. Okay, das sind die aus Episode 6 mit den... Auf Yamin... Yamin? Nee, nicht Yamin. Endor, genau. Ach, ja, ich glaube, ich weiß, welche, ja. Ja, diese kleinen Gleiter. Genau diese, die da. Die diese ich jetzt da. Zeige. Da lang. Diese da, hier, die ich nicht zeige. Genau, richtig. Ich muss rechts, du musst wahrscheinlich links, richtig? Ich muss irgendwo. Nein, ich muss den gleichen... Ja, ich müsste den anderen Weg. Ist egal, wir gehen hier. Hier. Okay, mal gucken, ob das geht, weil das ist ja hier meine... Achso, es geht, okay. Es mein Raumschiff-Shifting. Du ruckelst irgendwie bei mir ein bisschen. Ja, du ruckelst bei mir. Cutscene. Keine Cutscene. Ja, dann geh okay, zu dir. Okay, gut, ich geh zu mir. Okay, dann gehen wir mal auf unser neues Schiff, mute mich mal nebenbei, und dann gucken wir mal, ich denke mal, wir werden noch ein bisschen Blabla auf dem Schiff haben, aber es ist ganz nett, das Schiff, muss man sagen, sieht ja ganz nett aus, hat bestimmt auch ein paar PS, Ladebildschirm. Ja. Ist das unser Schiff? What the fuck? Das wäre mal richtig cool. Cutscene, okay. Endlich, meine neue Herren. Ich bin C2M2, Steward auf diesem Schiff. Welch ein Glück, dass ich Ihnen dienen darf. Ja, dann fang mal an. Schnapp dir einen Vibromob-Droide. Ich will, dass dieses Schiff glänzt. Natürlich. Reinigungsdienste sind nur einige der wichtigen Funktionen, über die ich verfüge. Droiden der C2-Reihe stehen für modernste Fortschritte in zahlreichen Bereichen. Von technischer Raumschiffwartung bis hin zu Ernährungsplänen, die speziell auf die Bedürfnisse ihrer Organe angepasst sind. Willkommen an Bord dieser korellianischen leichten Korvette der Defender-Klasse. Sie wurde speziell darauf ausgerichtet, einem Jedi sowohl erstklassige Kampfmöglichkeiten als auch eine angenehme Atmosphäre für die Meditation zu bieten. Neben den üblichen Annehmlichkeiten finden Sie hier auch einen gesicherten Kapitänsspind, in dem Sie Ihre Wertsachen aufbewahren können. Auf Ihrer Brücke finden Sie eine ständig aktualisierte Karte der Galaxis. Ein wahrlich schöner Anblick. Wichtige Nachrichten aus dem republikanischen Netzwerk können über die Holonetz-Konsole abgerufen werden. Langstreckenkommunikation ist über das Holo-Terminal möglich. Und dann gibt es noch das Intercom des Schiffs, mit dem Sie Treffen mit Ihrer Crew einberufen können. Haben Sie irgendwelche Fragen? Kannst du kämpfen? Wichtigste Frage. Hört sich an, als wärst du ziemlich vielseitig. Wie sieht es mit Kampf aus? Wie Sie sehen, bin ich nicht gegen physikalische Gefahren gewappnet. Meine Funktionen sorgen dafür, dass dieses Raumschiff Ihnen auch auf langen Reisen ein Heim ist. Ich bin natürlich immer gerne bereit, alle ungefährlichen Aufgaben für Sie zu übernehmen. Ich bin sehr stolz auf meine Liebe zum Detail. Du bist dir nicht sicher. Aber ich könnte ihn eigentlich für den Kampf ausrüsten. Der soll mit. Auf geht's. Einfach weitergehen, sonst wird's ungemütlich. Keine Sorge. Dieses Schiff ist ziemlich Das hoch. War die falsche Option. Ich habe außerdem zahlreiche ausgezeichnete Verstecke gefunden, falls einmal Feinde an Bord kommen sollten. Wenn Sie bereit sind aufzubrechen, rufen Sie die Sternenkarte auf der Brücke auf. Die Schiffscomputer kümmern sich dann um den Rest. Ja, das war ein, ich sag mal, legendärer Fail von mir. Ich will Option 3 anklicken und mache ich? Ich klicke Nummer 2 an. So kennt man mich. Hier haben wir das Holotip. Okay, ich würde sagen, wir gucken uns einfach doch nochmal kurz um. Wir haben
Ein Ladespind. Ich nehme an, genau, hier haben wir eine Truhe. Hier können wir Müll auslagern, was wir dann auch mal machen werden. Beziehungsweise offscreen machen werden. Dann haben wir hier unser Holoterminal. Raumhafenleitung, bitte. Wir haben eure Ups, ne, das machen wir gleich. Da können wir anscheinend sprechen. Ach super, sollte ich vielleicht einfach mal Optionen lesen. Benutzt das Holoterminal deines Schiffs. Okay, also da oben haben wir das Holoterminal. Was haben wir denn hier? Hier haben wir anscheinend irgendwie einen Medi-Raum oder sowas. Hier ist dann so der Ausgang wahrscheinlich oder so Lagerdings. Hier haben wir Kaizen. Okay, das ist der Raum von Kaizen hier anscheinend. Der will auch mit uns quatschen. Das machen wir aber irgendwann mal. Auf jeden Fall nicht jetzt. So, was haben wir? Ach, das war das. Ja. Kurzzeitgedächtnis und so. Was haben wir hier? Ah, hier ist unser Stübchen. Hier kann man sich so hier peng. Und mal eine Runde meditieren. Okay, reicht. Gehen wir nochmal hier rüber. Was haben wir hier? Konferenzraum. Okay, nix. Nix zum Anklicken? Bin enttäuscht. So gar nichts. Okay. Okay, und was haben wir hier? Die Sternenkarte. Joa. Okay, ich würde sagen, wir warten dann nochmal, bis Dragomir fertig ist und sehen uns dann gleich wieder. Bis gleich. Jo, ich würde sagen, hallo, ne? Ich bin gerade mit der Sternenkarte ein bisschen überfordert. Mit der Sternenkarte? Warum bist du mit der Sternenkarte überfordert? Weil die voll anders ist. Weil die voll anders ist. Alter, die ist ja voll anders. Also, sie sieht anders dargestellt aus, ne? Okay. Oder nicht? Bei dir nicht? Doch, doch, bei mir ist sie auch anders. Ich versuche mich nur gerade. Es gibt unten so eine neue Option. Prioritätstransport, eigenes Raumschiff. Durch diesen Vorteil kannst du schnell mit einer Fähre zu deinem Raumschiff reisen. Was? Das unten links, wenn du die Sternenkarte aufhast? Ja. Kauf den Charaktervorteil, das ist bei mir zu klein, um mich das von hier aus zu lesen kann. Durch diesen Vorteil kannst du schnell mit einer Fähre zu deinem eigenen Raumschiff reisen. Okay. Toll, ne? Richtig toll, ja. Alter, die Karte ist echt. Es ist verwirrend. Vor allem, mir zeigt's an, dass ich hier auf Coruscant noch was offen habe. Ja, 99,9% benutze das Holoterminal deines Schiffs. Ach. Ich nehme mich auch. Ja, das Holoterminal des Schiffes. Stimmt, ne? Da war was, ne? Ja, ich Holoterminal dann mal. Ja, ich auch. Dann hören wir uns später wieder, ne? Genau, bis gleich. Coruscant Raumhafenleitung, bitte kommen. Habe ich Starterlaubnis? Wir haben eure Abreise erwartet, Jedi. Guten Flug. Wow. Okay, das hätten wir uns gerade eben auch kurz reinziehen können. Traum. Okay, ja. Bitte Starterlaubnis. Oh ja, okay, kannst du losfliegen. Komm, mach mal. Ja, so ungefähr. Das war nicht schlecht. So, dann okay, so, gucken wir nochmal auf die Karte. Ja, zurück zur Karte. Ich bin noch ein bisschen verwirrt, wie das im Schiff aussieht. Ich bin gerade schon einmal durchgegangen. Wir haben schon mal das Schiff ein bisschen erkundet. Ich habe schon wieder die Notkapsel gefunden. Ich auch. Die Notkapsel. Und ich bin ja gespannt, ob bei mir jetzt das Intercom funktioniert, irgendwann mal. Erst habe ich ja so gefühlt alle drei Folgen benutzt, du glaube ich gar nicht, ne? Nee, ich gar nicht. Wobei ich das Intercom auch noch nicht gefunden habe. Ich weiß nicht, wo das Intercom sein soll hier. Doch, das Intercom ist, du hast ja glaube ich das gleiche Schiff wie ich. Kann sein. Das ist, wenn du richtigen Sternenkarte gehst, auf der rechten Seite. Linke Seite. Auf der rechten, ja. Linke. Seite. In diesem Besprechungsraum. Ach nee, in dem Besprechungsraum, aber es ist nicht auf der linken Seite, da ist das Schlafding. Ja, ja, auf der gegenüberliegenden Seite. Ja. In dem Besprechungsraum. Bei mir ist da nichts. Also klar, das ist der Besprechungsraum, ist nichts zum Anklicken. Okay. Auf jeden Fall ist das Schiff größer. Ja. Ja, wobei, glaube ich gar nicht. Ich glaube eher, dass es ein bisschen kleiner ist. Nee, ich habe das Gefühl, es ist. Ja, gut, vielleicht ist es auch wegen den verschiedenen Stockwerken, die man hier jetzt hat. Naja, verschiedene Stockwerke. Ja, es sind verschiedene Ebenen.
2. Was ist denn das? Missionskonsole. Das ist, glaube ich, wieder für Raummissionen und sowas. Genau. Und das Schachbrett da ist auch wieder da, das schön runde Schachbrett. Yes. Wo hast du das denn gefunden? Bei der, wie heißt das nochmal, bei der Holo-Terminal. Beim Holo-Terminal, ja. Hat das hinten so eine halbrunde Bank mit dem runden Schachbrett. Yes, geil. Können wir wieder zocken. Ja, wieder zocken. Wieder Schach spielen. Ja, natürlich. Jo. Dann würde ich sagen, reisen wir mal wohin? Mit der neuen Karte nach, wie das auch immer heißt. Wo ist das? Nach Ort Mantell. Ort Mantell musst du. Und du? Tarnis oder nach Shaddaa. Was? Okay. Ja, ich bin auch ein bisschen verwundert, dass wir unterschiedliche Ziele haben. Aber egal, wo musst du hin? Ort Mantell. Wo ist das? Das ist im gleichen Sternensektor, wie wir jetzt sind. Da oben. Die Karte ist nicht besser. Aber sie sieht schöner aus. Sie sieht wirklich schöner aus. Ja, und die Reisekosten sind jetzt null, ne? Null Credits. Ja, noch. Noch, ja. Gut, ganz ehrlich, die Reisekredits, die Kosten für die Reise waren sowieso lächerlich. Irgendwie so 100 Credits, ja, okay. Was jucken mich diese 100 Credits? Ja, das stimmt. So, ich lande mal. So, wir gehen einfach mal schon mal vor. Ich denke mal, Dragomir hat gerade noch eine Cutscene, so wie es ja normalerweise ist, am Holo-Terminal. Warum auch immer, sie dachte, dass wir noch ein bisschen weiter gegen die Wand rennen. Aber okay, wenn sie das möchte, dann machen wir das. So, bist du auf der Brücke oder wo bist du genau? Ich warte gerade auf dich, vor dem Ausgang deiner Phase. Gut. Ich könnte jetzt sogar entgegenkommen, weil ich sehe, ich kann jetzt sogar rein. Aber ich warte einfach jetzt davor, ich bin geduldig. Ich kusche hier mit dem republikanischen Offizier. Ach, schön. Ja, ne? Hi. So, dann können wir da hier eigentlich mal direkt nach drüben. Ja. Keine Warnung, dass wir hier nicht landen dürfen oder so. Kann man hier? Nee, boah, man kann ja sogar den Schweißfreitransport benutzen. Das ist ja ein Traum. Das ist wirklich ein Traum. So, jetzt gehen wir mit dieser schönen Orbitalstation wieder runter. Das macht jetzt so sehr Sinn. Hallo, hast du vorhin in deiner Cutscene nicht aufgepasst? Man kann da nicht mit dem Schiff landen. Ja, genau. In dem Fall nutzen wir die Fähre. Genau, weil richtig. Ja, die Fähre so viel kleiner ist als das Schiff. Ja, eben. Apropos Schiff. Ich glaube, es ist mal wieder klar Schiff, ne? Klar Schiff? Ja. Ist mal wieder Zeit. Ist es Zeit? Ist die Zeit wieder mal gekommen? Die Zeit ist gekommen. Ja, dann würde ich sagen, wenn die Zeit gekommen ist, dann lassen wir uns Zeit, ne? Genau, wir müssen uns doch beeilen, weißt du doch. Genau. Gut, ich hoffe mal, es hat euch auf diesem Fall gefallen, denn wir haben unser Schiff verhalten. Ja. Also, wurde natürlich nicht klar kommuniziert, aber ich denke mal, das ist unser Schiff. Es ist ein Schiff, das wir kommandieren. Sagen wir es doch so rum. Genau. Gut, dann würde ich sagen, wenn euch es gefallen hat, dann schaltet auch das nächste Mal wieder ein. Vergiss doch nicht, das Video zu bewerten. Ja. Und schaltet den anderen aus, ne? Genau. Und den Hashtag der Woche. Wir nehmen doch... Komm, bleiben wir mal beim Thema und nehmen Hashtag Schiff. Ja, dann können wir mal Hashtag Schiff nehmen. Kommentiert doch mal mit Hashtag Schiff, damit wir wissen, dass ihr bis zum Ende mitschaut. Genau. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Und bis dahin. Bye. Ciao.